Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. In Epheser 3, Vers 20 steht: Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. Was für eine Aussage! Er kann viel mehr an dir tun, als du es dir derzeit vorstellen kannst. Deshalb vertrau ihm alles an. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute wieder ermutigen. Ich möchte dir heute die Frage stellen: Siehst du Licht am Ende des Tunnels? Lass uns deine Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder am Telefon bis 13 Uhr. Siehst du Licht am Ende des Tunnels? Du sagst ja. Wenn irgendwo die Krise vorbei ist, ich sehe schon ein bisschen Licht, und ich sage dir, dieses Wort, was wir, oder diesen Satz, den wir so kennen, der passt nicht ganz, wenn man ihn mit der Bibel vergleicht. Weil das Licht ist eigentlich nicht am Ende des Tunnels, sondern im Tunnel, in deiner Lage, in deiner Krise, weil Jesus ist bei dir. Wenn du Ja zu ihm gesagt hast, wenn du in Gemeinschaft mit ihm lebst, er ist bei dir, er ist mit dir, mitten im Tunnel. Da ist das Licht, und er ist immer bei dir, nicht nur, wenn es dir gut geht, nicht nur, wenn das Ziel erreicht ist. Und mach dir das wirklich bewusst, dass Jesus bei dir ist, das Licht bei dir ist. Er sagt, ich bin das Licht. Und da muss man nicht am Ende des Tunnels sein, sondern das Licht geht nie aus. Er ist das Licht. Danke, Herr, dass du jetzt mit jedem bist, der Licht braucht im Tunnel, der wirklich eine Erleuchtung braucht, der wirklich Rat und Tat braucht und der wirklich Weisheit braucht. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir nicht irgendwo warten müssen, bis irgendwie ein Tag kommt, sondern dass du bei uns bist, dass wir mit dir durchs Leben gehen dürfen. Amen. Amen. Und wir beten gerne für deine Anliegen, und auf WhatsApp erreicht uns folgendes Gebetsanliegen. Hallo, liebes Gebetsteam. Danke, dass es euch gibt. Bitte betet für meine Schwägerin, die letzten Montag eine große OP für Brustkrebs hatte. Und jetzt ist sie wieder auf Intensivstation. Verdacht auf Embolie. Gott tut Wunder. Vielen Dank. Ja, Gott tut Wunder. Und Jesus, wir danken dir, dass du dieser Frau begegnest. Und dass sich diese Embolie auflöst, dass die Adern wieder durchlässig sind und dass du ein Wunder tust an ihr. Und ich danke dir, dass auch jegliche Krebszelle verschwindet, dass dieser Krebs eintrocknet und nichts mehr zu finden ist. Danke, Jesus, dass du diese Person berührst. Wir danken dir. Amen. Amen. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Hallo, ihr Lieben, bitte um Gebet. Seit 4 Wochen habe ich an beiden Knien Zysten und seit 2 Wochen vorne an den Knien Schwellungen und Schmerzen. Kann nachts nicht schlafen, bin krankgeschrieben und arbeite im Krankenhaus. Möchte wieder arbeiten ohne Schmerzen. Ich weiß, bei Gott ist alles möglich. Jesus, und wir danken dir auch für diese Frau, die Probleme an den Knien hat. Und ich danke dir, Jesus, dass diese Zysten auch eintrocknen, dass nichts mehr von ihnen zu finden ist und dass diese Schmerzen aufhören, diese Schwellungen und Schmerzen an den Knien. Und ich danke dir, Jesus, dass du da eingreifst und dass alles wieder in seine normale Ordnung zurückkehrt. Und ich danke dir auch für all die anderen Personen, die Probleme mit ihren Knien haben. Danke, Jesus, dass du deinen Heilungsstrom jetzt gerade fließen lässt durch jedes Knie, das Probleme hat, egal was die Ursache ist. Danke, Jesus, dass du der Heiler bist und dass du jedes Knie jetzt berührst. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Die Infos sind eingeblendet. Auf WhatsApp schreibt ein Mann: Hallo, liebes Gebetsteam. Ich brauche Gebet für den beginnenden weißen Hautkrebs im Gesicht. Ja, Herr, danke,
dass du auch diesen Mann kennst, der da Sorge hat. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass wir diesem Krebs befehlen, dass er zum Stillstand kommt, dass er nicht weitergeht. Wir rufen Normalität aus, deine göttliche Normalität über diese Haut im Gesicht und im ganzen Körper. Ich danke dir dafür. Danke, Herr. Und Herr, ich danke dir, dass er zum Arzt gehen kann und er sagt, dass diese Verfärbung kein Krebs ist. Herr, wir glauben daran. Amen. Amen. Eine Frau wendet sich mit folgendem Anliegen an uns. Liebe Isolde, lieber Daniel, bitte betet für meine Tochter. Ihr Mann ist am 10.12.2019 gestorben. Jetzt geht es ihr sehr schlecht. Sie hat keine Kraft mehr. Ich bitte Gott, dass er ihr hilft und dass sie gute Ärzte hat, die ihr helfen. Danke für eure Gebete. Ja, Herr, komm auch in diese Situation, Herr, die schmerzt, wo so Hilflosigkeit da ist, Herr. Herr, wo so viel Trost gebraucht wird und so viel Liebe gebraucht wird. Ich danke dir dafür. Komm in diese Situation und bring totale Heilung. Herr, ich danke dir dafür. Herr, lass auch diese Tochter erkennen, Herr, was in dir zu finden ist. Ich danke dir, dass in dir alles zu finden ist, was wir brauchen. Danke. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Hilfe und wir bekommen sehr viele Gebetserhörungen von Menschen zugeschickt. Und eine Frau schreibt uns Folgendes. Ich bin voller Dankbarkeit und Freude. Ihre und meine Gebete wurden so schnell erhört, dass ich es nur als Wunder bezeichnen kann. Erst vor wenigen Wochen habe ich Ihnen während einer Sendung bei Bibel.tv eine E-Mail geschrieben. Ich hatte ein sehr, sehr großes Problem mit einem Schufa-Eintrag, gegen den ich fast 2 Jahre gekämpft habe. In nur 3 Wochen ist der jetzt gelöscht worden. Ich bin unendlich dankbar. Ja, und Gott hat Mittel und Wege einzugreifen. Und Gott erhört Gebet, eine weitere Gebetserhörung. Danke für eure Gebete. Jesus hat ein Wunder an mir getan. Ich litt fast 3 Monate an plötzlich auftretender Nesselsucht und Hautallergie. Lippen, Augenlider und Augenbrauen waren sehr stark geschwollen. Ich musste starke Medikamente zu mir nehmen. 3-mal war ich deswegen im Krankenhaus. Jesus hat mich befreit. Danke für eure Gebete. Wie wunderbar. Ja, hast auch du was Wunderbares erlebt? Lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Du kannst auch ein kleines Filmchen machen. Wir freuen uns sehr darüber. Der Tipp des Tages, er dreht sich wirklich um das Licht, das im Tunnel ist. Um Gottes Gegenwart. Hole dir jetzt, bete einfach zu Gott, mach's nicht kompliziert, hol dir jetzt wirklich auf der Stelle Gottes Gegenwart in deine Situation. Nicht, Herr, wenn ich Zeit habe, wenn ich einen Seelsorger treffe, wenn ich einen Pastor treffe, tu jetzt, schließ deine Augen, dass du nicht abgelenkt bist und sag, Herr, gerade jetzt, komm mitten in meinen Tunnel hinein und sei das Licht. Und wenn du Sorgen und Nöte hast, dann schick uns dein Gebetsanliegen oder ruf an, heute bis 13 Uhr. Ja, wir haben heute die 66. Sendung und haben über die ganze Zeit, wo die Krise war, montags bis freitags, immer eine Sendung produziert. Wir werden das umstellen ab heute. Wir werden nur noch Mittwoch und freitags Hoffnung um 12 machen, in gewohnter Weise und auch in gewohnter Kraft, es ist derselbe Gott. Also mittwochs und freitags Hoffnung um 12 und du kannst für den Montag die Ermutigung der Woche bei uns buchen, das heißt als Newsletter, geh auf unsere Webseite, ganz unten kannst du es ankreuzen und dann hast du das auch schriftlich. Ja, für heute ist es Zeit, uns zu verabschieden und wir danken dir, dass du dabei warst. Tschüss! Also, jetzt bis Freitag sind wir wieder für dich da. Hoffnung um 12. Der Herr segne dich.
Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.